Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich habe gerade mich gewundert, warum bei OBS die Aufnahme eben die ganze Zeit auf Null blieb, obwohl da schon läuft. So, wir sind in Chedinal oder Chedinal und haben eigentlich die Stadt hier noch nicht mal wirklich erkundet, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwo am Fluss oder so noch ein bisschen Nierenwurz, was wir für Synderion brauchen. Irgendwo. Hallo. Oder hatten wir das schon mal erkundet? Wir brauchen auf jeden Fall Nierenwurze. Wirklich, dass wir welche finden. Es ist. Die Stadt hat eigentlich auf jeden Fall noch genug Platz für neue Gebäude und so weiter. Aber. Rumor Jarls Osttor. Ich bin ganz Ohr. Was ich mich jetzt frage, läuft der Fluss auf außen, also wenn wir ja, okay, hier der Fluss läuft hier auch raus, okay. Aber immer wenn wir am Wasser sind, einmal kurz gucken, ob da Nierenwurzeln sind, und da sehe ich schon eins. Nierenwurz erfolgreich geerntet. Wir haben jetzt aber auch in der letzten Folge, Ende der letzten Folge, noch erfolgreich ein paar Sachen verkauft. Aber ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Leute sind. Los, aus dem Weg, bevor ich euch in Eisen schlagen lasse. Noch ein Ulrich, der scheiße ist. Schützen und dienen, das ist unsere Aufgabe. Gerüchte? Neulich sprach ich mit Dezan bei der Magiergilde. Noch nie war jemand glücklicher, in der Gilde zu sein. Auf Wiedersehen. Da ist jemand. Ja, gut, aber. Seid ihr spätestens? Okay, ich glaube, hier werden wir nichts kriegen. An Aufgaben oder so. Aber ich würde wirklich gerne vielleicht auch mal wieder nach Bruma gehen. In Richtung Bruma. Und da den Norden mal erkunden. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. So, Westtor. Gehen wir mal raus. Ich wollte eigentlich weiter Richtung Norden. Worum geht es hier? Und mal gucken, ob wir da Aufgaben finden, Quests, Dungeons oder so. Mal gucken, was wir da entdecken. Mit der Hauptquest stecken wir gerade fest, da kommen wir irgendwie nicht weiter. So. Daher machen wir jetzt erstmal andere Sachen. Und dann gucke ich mal, ob wir vielleicht bei der Kriegergilde erstmal auch irgendwie weiterkommen. Ich bin aber froh, dass wir den Skelettschlüssel haben. Dass wir jetzt nicht mehr das Problem mit den Flösserknacken haben. Das wird dann auch noch richtig schön sein, wenn wir dann in der Diebesgilde sind. Teil von denen. So, und wie sieht es hier eigentlich aus? Akrobatik, Athletik, da sind wir jetzt bei 50%. Akrobatik, 38. Okay, gleich haben wir die nächste Stufe.
Ich hoffe, wir werden jetzt hier erstmal auf dem Weg nicht nochmal angegriffen. Aber interessant, dass hier auch Minotauren unterwegs sind, hier bei Chedinal. Und die Kaiserstadt sieht man einfach von überall aus. Finde ich auch irgendwie krass. So. Auf Richtung Norden. Die ganzen Tore werden wir auch noch irgendwann machen, alle. Entschuldigung. Ein Moment, mein Hals kratzt ein bisschen. Hab mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Da oben ist ein Löwe. Wir lassen uns in Ruhe. Beziehungsweise die ist eine Berglöwin. Was haben wir hier? Okay, wir wurden entdeckt, aber wir haben die Person nicht entdeckt. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh. Hey. Und jetzt fallt um und verblutet. Heute stirbt ihr. Was hat die da denn Zwergen durch? Hatte ich irgendwas? Eisenpfeile, Glaspfeile? Hat er irgendwas Besonderes? Auch ein Glaspfeil, der wurde getroffen. Okay. Was haben wir hier? Unsterbliches Blut. Nahkampffertigkeit verbessert. Warte, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Eisenpfeil. Wir müssen mal die Pfeile einlagern. Wieder mal. Hammel. Bilberin haben wir entdeckt. Ah, und von da kamen wir ja raus. Aus dem Gefängnis. Und war direkt hier gegenüber Bilberin. Wir haben da einfach mal mehrere Pfeile in unserem Arm stecken. Ein herrenloses Pferd. Ne, doch nicht. Kaiserlicher Legionsreiter. Vielleicht bringt das was, wenn wir mit Joffrey oder mit Martin reden? Wegen der Hauptquest? Zaster her! Oder setzt was! Können wir auch machen, wenn ihr wollt. Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh.
Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Alter. Ich wärme mich gerade erst auf, du. Jetzt werdet ihr schmerzen. Und jetzt fällt um und verblutet. Und jetzt fällt um und verblutet. Nö. Elfenschild. Ist auch was wert. Elfenbrust. 600 ist das wert. Da hinten ist ein eine Berglöwin. Aber die Wegelagerer haben auch immer bessere Rüstung. Mal alles reparieren. Fertigkeit verbessert, immerhin. So, gucken. Der gibt nur 4 Schild. Der hat 10 Schutz. 4, 10. Aber der ist nicht so viel wert wie die. Berglöwe. Nein, Magie. Wir benutzen. Ne, Tränke. Nicht die Ausdauer wiederherstellen. Machen wir mal so. Ganz heftig, wie schnell aber die Sachen hier kaputt gehen. Roxai-Herberge. Es ist. Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Der Held von Quatsch. Jetzt. Nicht mehr. Ich bin nicht mehr die Heldin von Quatsch. Ich bin jetzt der Held von Quatsch. Ja, endlich. Sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Hier haben wir wieder eine Ladenruine. Sehr schön ist das. So, gucken wir uns jetzt mal. Bruma wäre jetzt hier nach oben. Und hier geht es auch noch weiter. Und Wolkenherrscher-Tempel. Da will ich auch noch mal zurück. Aber wer will jetzt wieder Stress? Wolf? Nein, ein Hund. Ich dachte, es wäre ein Wolf. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Marodeur? Und jetzt fallt um und... Aha, hey! Ah! Die hat ein Flammenschwert. Jetzt, ah! Alter. So. Orkhandschuhe. Und Langschwert der Flammen. Und ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Das Flammenschwert haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Und das waren jetzt Orkhandschuhe. Was haben wir für Handschuhe an? Zwergenhandschuhe.
Fackeln brauchen wir nicht, wir haben genug. Okay, gehen wir mal weiter. So, danach wäre Ebenerz, glaube ich, nach Ork. So, Leben ist voll. Dann können wir eigentlich das andere jetzt auch langsam verkaufen. Was haben wir jetzt? Nee, so. Wir haben noch Dwemer Beinlinge. Alles andere ist schon orkisch, was wir haben. Oh nein, Löwe. Aber wir sind wirklich vom Tempo her schon relativ schnell geworden, finde ich. Es ist schon ein Unterschied bemerkbar. Arr. Stahl und... Ja, dann nichts. Also nichts vom Wert. Bruma gehen wir auf jeden Fall nochmal verkaufen. Wiederherstellung hat sich verbessert, nice. Wollte schon sagen, hat sie Leben jetzt gar nicht gebessert oder wie? Wir zaubern und da passiert nichts. Oh. Feuersalz. Warte, was kommt jetzt? Was ist da? Was jetzt hinter uns her? Keine Ahnung. Ich sehe zumindest nichts. Aber auf nach Bruma. Die Geralberge. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Warum müssen immer irgendwelche Bären kommen? Block hat sich verbessert, immerhin. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht nochmal ein Bär. Ist das ein Bär? Ja, ist ein Bär. Der hier jemanden umgelegt hat. Pelzschild. Banditenbogenschütze. Hat einen Pfeil. Pfeil der Scheußlichkeit. Ja.
Bären gehen mich hier schon mittlerweile auf den Sack. So, Zustand meiner Ausrüstung. Das muss ich jetzt mal angucken. Einen Hammer haben wir noch übrig, okay. Mana-Trank. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht nochmal einem Bären entgegen. Magie reicht schon wieder nicht aus. Wie schnell verbraucht sich hier bitte Magie? Wo führt das eigentlich hin? Speicher vielleicht einmal. Jo, hat's gespeichert. Schnell speichern. Okay, ich wollte schon sagen. Hoppala. Das müsste eigentlich der Weg sein, der nach Skyrim führt. Oder wie die es hier sagen, Skyrim. So, der will wieder Stress. Genau, das ist der Weg, der nach Skyrim führt. Und hier hinter. Also das ist ja das südliche Gebirge. Wie ist das südliche Gebirge dann nochmal? Bei Skyrim. Ab dahinter befindet sich dann direkt Helgen. Drachenklauefelsen. Die Musik. Okay, wir müssen noch weiter. Was ist eigentlich da vorne? Geplünderte Mine. Okay, und dann Gobbus. Aber wir wollten nach Bruma. So, da sind wir schon. Ah, okay, das sind die Pferde von Dings, von den Allen. Ja?
Hallo. Hallo. Nordwinde, Bruma Kämpfergilde. Hier ist ein Haus zum Verkauf. Die Geralberge, Olas Bräu und Streu. Brotsch Kallus Haus. Kapelle. So, welches Haus war zum Verkauf? Das hier. Das hier? Autsch. Haus zum Verkauf. Okay, wo haben wir dann Bials nochmal? Das Schloss, Hammer und Axt. Da wollen wir hin. Ich will mal gucken, was das hier kostet. Schönen Tag. Ich bin Tolgan, Herold der Gräfin Marina Carvain, hier in Brumar. Sie bittet euch, sie so schnell wie möglich aufzusuchen. Auf was bezieht sich das? Die Gräfin Carvain würde lieber mit euch persönlich sprechen. Sie bat mich auch, euch dieses Präsent als kleinen Anreiz zu überreichen. Meine Herrin empfängt von morgens 8 bis abends um 6 Besucher. Das wäre die beste Zeit, mit ihr zu sprechen. Wer ist das? Gräfin Carvain? Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends um 6 Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr dürft euch auch gerne in der großen Halle aufhalten, während ihr wartet. Schönen Tag. Richt er mich an, während ich noch in der Luft bin. Okay, wir haben eine neue aktive Quest. Die Gräfin will was von uns. Seid gegrüßt, Ritter. Okay, die Halle gefällt mir schon mal. Ist das die Gräfin? Hallo, ich bin Ivara Chanit, Majordomus der Gräfin Bruma. Die Gräfin kümmert sich um die Politik und überlässt mir die Feinheiten der Verwaltung. Reinel Bralas, wer ist das? Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist er vor kurzem hier in Bruma aufgetaucht. Doch damit nicht genug. Er hat in unserer Mitte sogar schon einen Vampir ausgemacht. Offenbar zählt der Bradon Lirian zu diesen widerwärtigen Kreaturen. Also hat Rhaenyl ihn erledigt. Doch es ist schon merkwürdig. Ich hätte nie gedacht, dass Bradon ein Vampir sein könnte. Er schien ein netter Kerl zu sein. Quest angefügt, eine verratene Bruderschaft. Ich hörte die Wachen erwähnen, dass die Gräfin nach einem weiteren Artefakt für ihre Sammlung sucht. Und das von unseren Steuergeldern. Seht euch vor. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Das möchte ich haben hier. Komm, wir stehen mal auf. So, Schaukasten, sehr schwer. Ah, wir klauen mal nichts. Hallo, darf ich hier sein? Leibwächter der Gräfin. Gräfin Marina Carvain. Ich habe bereits viel von euren Taten von meinen Leuten in Brumar gehört. Ich hoffe, das Präsent, das Tolgan euch gab, hat euer Interesse geweckt. Ja, aus diesem Grund bin ich hier eigentlich 25 Goldstückchen. Ihr habt recht. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Gräfin Narina Carvain. Ich vermute, ihr habt schon die zahllosen Akaviri-Reliquien bemerkt. Man könnte sagen, dass ich eine Sammlerin bin. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Beispiele frühester Geschichte zu erwerben.
Ich würde sogar behaupten, dass meine Sammlung die vollständigste in ganz Cyrodiil und vielleicht darüber hinaus ist. Es fehlt mir nur eins. Eine spezielle Reliquie, die ich schon seit vielen Jahren vergeblich suche. Besäße ich dieses Stück der Akaviri-Antike, wäre meine Sammlung wahrlich komplett. Ich spreche natürlich vom drakonischen Stein des Wahnsinns. Drakonischer Stein des Wahnsinns? Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Fahler Pass? Kennt ihr die Geschichte des Fahlen Passes? Nein. Gegen Ende der ersten Ära versuchten Räuber von Akavir hier in Tamriel Fuß zu fassen. Damals war das Reich in mehrere Fraktionen gespalten. Rehman Cyrodiil entschloss sich, das Land zu einen und mit einer gemeinsamen Armee die Angreifer zurückzudrängen. Diese Armee wurde als Armee von Rehman bekannt. Die beiden Armeen trafen im heutigen Nord-Cyrodiil aufeinander. Die Akaviri waren stark und gut bewaffnet. Ihren größten Fehler begingen sie jedoch, als sie durch Morrowind marschierten, ohne sich darum zu scheren, wie Vivek darauf reagieren würde. Doch sie hatten nicht mit Fürst Vivek gerechnet, der sich mit den Tridentkönigen der Drök verbündete und von Morrowind aus ihre hintere Flanke angriff. Dies zwang die Akaviri dazu, an zwei Fronten zu kämpfen und es schnitt ihren Versorgungsweg über das Meer ab. Hat den Konflikt also beendet? Wartet, wer war Rehman Cyrodiil? Die Geschichten sind langweilig. Wartet, wer war Rehman Cyrodiil? Ihr beliebt zu scherzen, oder? Wer kennt ihn nicht, den größten Helden der ersten Ära? Rehman Cyrodiil bezwang nicht nur die Akaviri-Truppen, sondern er überzeugte sie auch, mit ihm das heutige Kaiserreich zu errichten. Mit den Truppen dieses Reiches eroberte er fast ganz Tamriel, natürlich mit Ausnahme von Morrowind, und ließ sich zum Kaiser krönen. Er schuf sogar die Riten zum Erlangen der Kaiserkrone, wozu auch das Schmieden des Amuletts der Könige gehörte. Sein Bündnis mit Fürst Vivek während der Akaviri-Invasion ist nur ein Beispiel für seine Klugheit und Schleue. Das Bündnis hat den Konflikt also beendet? Nicht ganz. Die Armee von Rehman wusste, dass die Akaviri-Truppen von einem Versteck in den Bergen auskommandiert wurden. Es sollte sich in einem verschneiten Tal namens Fala Pass befinden. Dieses Tal versuchte Rehman zu finden. Während sich seine Truppen jedoch durch die Giralberge kämpften, ergaben sich die Akaviri plötzlich. Man nahm an, sie sahen ihren Kampf bereits als verloren und gaben auf. Sonderbar war jedoch, dass der Kommandoposten und der Fahle Pass nie gefunden wurden. Es wurde als Gerücht abgetan und die Armee von Rehman feierte. Jetzt habe ich jedoch erfahren, dass es diese Stellung doch gab und dass der drakonische Stein des Wahnsinns dort zuletzt gesehen wurde. Okay, drakonischer Stein des Wahnsinns. Wenn ihr mir den drakonischen Stein des Wahnsinns bringt, sollt ihr zum Dank ein anderes Akaviri-Artefakt erhalten. Einverstanden? Ja, okay, nehmen wir mal an. Ich wusste, ihr würdet zustimmen. Gut, dann will ich euch sagen, wie ihr den Stein des Wahnsinns findet. Ich bin im Besitz des Tagebuchs eines Boten der Akaviri. Ich vermute, dass euch der Text darin zu den Ruinen führt. Hier ist eine Übersetzung der Abschnitte, die wir entziffern konnten. Das Buch war schon ganz zerfallen. Ich habe ebenfalls eine grobe Karte beigelegt, wie sie auch im Tagebuch gezeichnet war. Ich gebe euch auch einen einzigartigen Schlüssel, den man angeblich beim Tagebuch fand. Ich nehme an, er wird sich als nützlich erweisen, wenn ihr am Fundort ankommt. Ich lieb's, wie das einfach immer wieder mit der Stimmlage und dem Gesichtsausdruck sich dann immer wieder ändert. Ich möchte ein Haus kaufen übrigens. Ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen Besitzer für ein ganz besonderes Zuhause. Es ist ein altmodisches kleines Häuschen in günstiger Lage, direkt am Haupttor. Ich kann mir 5000 Goldstücke nicht leisten. Ich glaube, ich kann es mir noch nicht leisten. 5000 haben wir doch. Bestimmt wieder irgendwie so ein Fehler oder so.
Ich bevorzuge es, nur mit ernsthaft interessierten Käufern ein Verkaufsgespräch zu führen. Okato-Topic. Ach komm. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Ich will jetzt nochmal nach. Sie haben die Goblins vertrieben, aber ein paar Männer verloren. Keine Frage. Habt ihr gehört, dass die Ritter der neuen heilige Reliquien sammeln? Leb wohl. Guten Abend. Ich finde die Gespräche hier aber auch sehr interessant. So. Haus können wir uns noch nicht leisten, obwohl wir haben eigentlich Gold. Nee, wo sehen wir das? Wie viel Gold wir haben? 7000. Das ist bestimmt einfach irgendwie ein Fehler oder so. Ich gehe aber mal nach Dingens. So, gucken wir hier nochmal an. Zum Akaviri Hauptquartier, beziehungsweise der Hauptquartier der Klingen. Wir waren schon lange nicht mehr hier, also sehr lange. Wir waren vielleicht Folge 5 oder 6 hier und jetzt sind wir schon bei Folge 37, 38, 39, vielleicht 40? Irgendwie so um den Dreh. So, Akrobatik hat sich nochmal verbessert. Nice. So, Wolkenherrscher-Tempel. Moin, ich bin wieder da. Mein Herr. Ich fürchte, ich bin gerade zu beschäftigt zum Reden. Aber eine der anderen Klingen wird euch sicherlich helfen. Versucht es doch bei Belisarius oder Caroline. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr. Cyrus? Belisarius. Was kann ich für euch tun, Herr? Wolken hier stimmen. Ich muss sagen, ich ziehe die große Halle vor. In diesen kalten Nächten wärmt nichts eure Knochen so gut wie ein prasselndes Feuer. Gerüchte? Der Tod des Kaisers war uns eine schmerzliche Lehre. Wir haben unsere Pflicht gegenüber den Kindern des Drachen nicht erfüllt. Das darf nie wieder geschehen. Behaltet ein treues Herz und ein waches Auge. Großhalle. Boah, so ein Kamin hätte ich auch gerne. So, Jena? Was kann ich für euch tun, Herr? Gerüchte? Der Tod des Kaisers war uns eine schmerzliche Lehre. Wir haben unsere Pflicht gegenüber den Kindern des Drachen nicht erfüllt. Das darf nie wieder geschehen. Okay, wollten ja. Manchmal, wenn es ruhig ist, gehe ich über die Zinnen und genieße die kalte Gebirgsluft. Das ist die einzige Art von Frieden, die ich mir gönne. Gehabt euch wohl. Okay, Martin. Mein Herr? An meinen Status als Thronerben muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich kann das immer noch nicht ganz glauben. Mysterium Xarxes? Ich weiß nicht viel darüber. Die Erläuterungen zum Mysterium Xarxes sind die einzige Quelle, in der seine Existenz erwähnt wird. Der Verfasser der Erläuterungen behauptet, das Mysterium Xarxes sei von Merunes Dagon selbst geschrieben worden, doch niemand sonst hat es je gesehen. Okay, ich hatte gehofft, er würde mir dazu irgendwie mehr was sagen. Es tut gut, wieder hier zu sein. Ich bekomme schon wieder mehr Mut, wenn ich nur wieder durch diese historischen Hallen gehe. Wir werden siegen. Wir müssen siegen. Baurus? Hat er nichts zu sagen? Okay, Möge uns Uriels Geist in diesen finsteren Zeiten leiten.
Der letzte König der Eladen. Bringt's mir was, wenn ich die alle durchlese? Ich lese mal nicht alles durch. Moderne Ketzer. Kartenmarkierung hinzugefügt. Oh. Kann ich nicht lesen. Bericht der Kaiserlichen Kommission zur Katastrophe von Ionis. Ah, okay. Ein weniger anstößiges Lied. Es ist ein nicht ganz so derbes Lied von einem ungenannten Verfasser. Kommt, sucht die Iliak-Bucht. Also, das kennen wir schon. Rüstungshandbuch. Waffenhandbuch. Zauberei-Handbuch. 10 Gebote, 9 göttliche. Geheimnisvolles Akavir. Mischtaktiken halten. Ja. Okay, Mysterium Xarxes. Können die mir nicht weiterhelfen? Gruß euch. Warum? Tut mir leid, aber ich bin zu beschäftigt zum Reden. Eine der anderen Klingen wird euch helfen. Vielleicht Roliant oder Cirrus. Klingenbeinschienen. Klingenhandschuhe. Die Werte sind besser geworden von den Sachen, oder? Weil wir jetzt eine höhere Stufe haben. Reparaturhammer, perfekt. Akaviri Daikatan. Es gibt die Daikatanas. Nice. Gruß euch. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Fortes, Achille, Baragon, Lagios, Akabiri Katana. 3 Stück. Nein. So. Klingenbeinschienen, kariertes Hemd. Gruß euch! Roliant. Eisenbeinschienen. Wer ist das hier? Ach, Martin, der schläft jetzt hier. Große Samtbluse. Gruß euch! Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Aber Daikatana können wir verkaufen. Den Kaiserturm, also da kann man richtig gut von hier aus alles sehen. Okay, jetzt will ich ja noch mal kurz überlegen. Wir waren ja auch Teil der Klingen in Morrowind, ne? Aber da hatten wir jetzt nicht so eine Behausung irgendwo gesehen gehabt, oder? Morrowind hatten die, glaube ich, auch gar, so gut wie gar keinen Einfluss.
Und von den Klingen gab es jetzt eigentlich nur... Stimmt, und in Daggerfall war man ja von Anfang an ein Agent der Klingen, oder? So, welche Quest haben wir denn jetzt eigentlich aktiv? Das Geheimnis des Tals. Bei der Fahrtkarte? Was? Die Karte nicht. So, und es kann meiner Meinung nach gerne jetzt ruhig wieder hell werden. So, 5 Stunden. Was? Ich möchte, verkaufen. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Einmal das hier. Daran habt ihr viel... Das hier. Glas, Kurzschwert. Ne, die behalten wir erstmal. Obwohl, warte mal. Komm, wir geben... Hier einen ab. Hier einen ab. Dann haben wir zumindest noch einen Langschwert der Flammen. So, das hier können wir abgeben. Das ist ein gutes Angebot. Und das hier. Ein gutes Geschäft. So, und wir brauchen von ihm noch mal ein paar Hämmer. Kaufen wir 5 Stück. Das war viel zu günstig. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Seht euch vor. Geht nur. So, ich weiß jetzt aber echt nicht weiter. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Hallo. Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Wie geht's? Wildaugerstallungen? Ne, ich bin wirklich gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie ich hier vorankomme. Wir haben aber, glaube ich, wenn wir hier auf den Quests gucken, irgendwer wollte doch Dings hier, hier die, Arena. I've got everything. Ich feier das noch. Die Hörner haben. So, Tränen des Retters. Hier, Magathe sagt mir, dass sie eine Anfängerin der Alchemiekunst sei und deshalb die Gegend oft nach Zutaten bestimmt. Wenn jemand Minotaurenhörner oder Ogerzähne fürs das hier. Wo waren das? In Lea Wien lebt. Wir müssen wieder zurück nach Lea Wien. Ganz nach Süden. Weißt du was? Ich will jetzt nicht so rumlaufen. Wir machen einfach eine Schnellreise dahin. Guten Abend. So, Magathe. Ah, es ist jetzt endlich markiert. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, genug Minotaurenhörner, oder?
Habt ihr mehr Ektoplasma gefunden? Nun, ihr habt das Ektoplasma. Ihr Kerle von der Kämpfergilde könnt wohl doch was leisten, wenn ihr nur wollt. Sagt euren Leuten, ich zahle für Minotaurushörner und Ogerzähne. Die Kämpfergilde wird mein Exklusivzulieferer sein. Ich freue mich auf weitere Geschäfte. Quest aktualisiert, bedrohender Ruhestörer. 5 Ektoplasma entfernt. Wie schon gesagt, ich bräuchte Minotaurenhorn und Ogerzähne. Ich zahle gut, wenn eure Gildenbrüder sie auftreiben können. Schönen Tag. Ich verstehe nicht ganz. Ich habe Magade das gewünschte Ektoplasma gebracht. Von nun an wird sie die Mitglieder der Kämpfergilde für Minotaurenhörner und Ogerzähne bezahlen. Das sollte ich den Männern in den 5 Klauen mitteilen. Klauen? Sprecht ihr immer noch? Besorgt uns Arbeit und Geld. Aufgaben für die Kämpfergilde. Arbeit ist gut, um an Geld zu kommen. Wisst ihr was? Erzählt es Vantus. Er besorgt mir Arbeit, gibt Geld. Zeigt mir. Ich bin es leid, meine Zeit mit euch. Ich habe euch gesagt, was wir brauchen. Bis wir Arbeit haben, bleiben wir hier. Ich habe Arbeit. Zutaten für Magarte besorgen, ja? Soll mir recht sein. Ich sage es den anderen Männern weiter. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Und Oren wird sich freuen. Questabplasier, bedrungener Ruhestörer. Aufgaben für die Kämpfer. Meine Männer und ich sollten jetzt beschäftigt sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Lebt wohl. Das heißt, ich bräuchte nie die Ogerzähne oder Dings? Wurde auch Zeit, dass jemand etwas tut. Diese Typen ruinieren mir das Geschäft. Ich kann ihr nichts verkaufen, okay? Schönen Tag. Ich kann euch nicht genug für eure Hilfe danken. Was wollt ihr? Es scheint so, als hätten wir in nächster Zukunft genug zu tun. Hab Dank. Wiedersehen. Okay, Dubok? Hey, ihr seid der Arbeit gefunden hat. Ja. Was braucht ihr? Sieht aus, als hättet ihr Arbeit für uns. Gut, brauche etwas Geld. Ja, saubere Arbeit. Okay, kann ich jetzt bei Magarta die Dings verkaufen? Er ist wieder da. Magarte? Eine Kleinigkeit wäre da noch. Wenn Sie mir Ogerzähne bringen, bezahle ich euch. Wissen ist Macht. Handelsgeschick. Nee, lassen wir mal. Seht euch vor. Unser Fackelhalter ist wieder da. Hier. Hier muss ich eben nochmal schnell rein. Und die Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Bitte fahrt fort. Kommen wir zum Geschäft. So, Alkanetblume brauche ich nicht. Ah ne, das ist, links. Ektoplasma brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Minotaurenhörner brauchen wir nicht mehr. Trollfett hatten wir, glaube ich, nicht gebraucht, oder? Ein exzellentes Geschäft. Wir haben 14 Nierenwurzel. Hat sie Nierenwurzel? Hab Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warte mal. Ich habe Dubok, Relian und Vantus erzählt, dass Magarte Zutaten benötigt. Sie sind einverstanden und werden diesen Langzeitauftrag übernehmen. Da sie deshalb nicht mehr in Schwierigkeiten kommen dürften, sollte ich mich bei Oren zurückmelden. Okay, jetzt wissen wir, was wir in der nächsten Folge machen werden. Zu Oren zurückkehren und mit der Kriegergilde weiter fortsetzen. Daher würde ich sagen, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!